jetzt die Sachen gepackt und sind schon wieder auf dem Weg zur nächsten Hochzeit. So. Müssen jetzt noch schnell tanken fahren. Aber ja, die Fenster sind runter, weil es ziemlich heiß ist. Aber ich glaube, es regnet gleich nochmal. Und wir freuen uns auf jeden Fall auf die Hochzeit. Ruhig, und da kommt der Blitzer. So, Justus tankt gerade. Dann versuche ich hier nochmal was zu sagen. Ich kann das ja immer besser, wenn er nicht dabei ist, komischerweise. Ja, wir fahren immer mit Cambio, das wollte ich sowieso mal vorstellen. Und zwar ist das ein Carsharing-Dienst, der besonders für längere Strecken, wie wir finden, sich lohnt. Und wir sind super zufrieden damit. Also, falls ihr auch kein Auto habt und in einer Großstadt wohnt, könnt ihr euch mal Cambio angucken. So einen blauen Himmel, den will ich morgen auch haben. Und zwar in so ein paar kleinen Wölkchen, das sieht gut aus. Das wünsche ich mir. Wollt ihr noch eine Runde? Guten Morgen. Es ist jetzt ein neuer Tag angebrochen und Justus und ich machen uns gerade fertig. Ich habe gerade geduscht, deswegen die nassen Haare. Und ja, wir machen uns jetzt fertig für die Hochzeit und dann geht's schon los. Und unser Hund, der... Ich glaube, die weiß, dass es losgeht, deswegen verhält die sich immer so ein bisschen merkwürdig. Geht ihr wieder weg oder was soll das jetzt hier? Während sich Claudia jetzt noch ein bisschen schick macht für die Hochzeit, zeige ich euch kurz mal, was ich denn so dabei habe und mit was ich arbeite. Total simpel, ich möchte so kleine Kameras und so kleines Besteck wie möglich haben, um möglichst wenig aufzufallen oder irgendwie mit großen Brennweiten umher zu machen. Und deswegen benutze ich die Sony A7, zwei Bodies davon, die habe ich auch immer am Mann, und recht weitwinklige Brennweiten. Das heißt, ich habe hier das 35er Samyang, das ist eigentlich so meine Brot- und Butterlinse, die nervt manchmal ein bisschen, weil sie Fehler hat. Aber sie ist eigentlich eine super, super schöne Linse, und mit der macht. Und wenn es dann doch ein bisschen länger sein muss, in der Kirche zum Beispiel, habe ich hier das 85er von Batis, also von Zeiss, die Batis-Linse. Genau, das ist ein bisschen länger. Und zu guter Letzt auch noch ein Samyang. Es fällt schon etwas auseinander. Es ist meine Tilt-Shift-Linse. Die muss ich unbedingt austauschen, weil die echt schon ziemlich kaputt ist. Also das Mount oben ist total kaputt. Da fliegen die Schrauben ab. Keine Ahnung warum. Es nervt super. Aber sie macht ganz coole Bilder. Und halt, ich benutze den Tilt-Shift-Effekt so ein bisschen für die weiten Porträts oder Gruppenschüsse oder so. Dafür ist die halt perfekt für die zwei, drei Bilder. Was ich heute wieder mitnehme, ist meine geliebte Leica M6. Mit dem 35er drauf, 35-1.4. Und mal gucken, je nachdem wie das Wetter heute ist und wie ich Zeit und Lust habe, wird die mal wieder ausgepackt und ein paar Bilder gemacht. Ich liebe das Ding unheimlich, aber ich setze es auf Hochzeiten leider viel zu selten ein. Aber mal schauen. Also ich benutze ein Sion Crane V2, ist das glaube ich. Und habe hier dieses Duo-Handle gekauft noch dazu. Das schraubt man hier dran. Das ist super, weil die ganzen Tag nur mit einer Hand ist ein bisschen... anstrengend. Und dann haben wir noch die Sony Alpha 6500 mit einem ND-Filter vorne drauf und einem, was ist das für eins, was ich jetzt drauf habe? 20er, glaube ich. Ein 25er. So, jetzt haben wir alles gepackt und dann können wir jetzt... Mimi, du kommst aber nicht mit. Die versucht es auch immer wieder. So, jetzt kurz vor der Hochzeit. Justus möchte natürlich nicht, dass ich noch irgendwas mache, sondern dass wir ganz entspannt ins Auto steigen. Aber was mache ich? Ich lackiere mir jetzt noch die Nägel, weil die sind nämlich ganz schön nude. Und falls ihr euch fragt, was ich auf den Nägeln trage, weil wir sind jetzt natürlich auch Beauty-Blogger, nicht? Ja, schneiden wir euch kurz rein. Bin ich wieder clever, weil jetzt kann ich nichts machen. Und die Farbe ist übrigens auch irgendwie nicht viel mehr als nude, aber trotzdem ein bisschen schöner, ne? Was meint ihr? Und schon sitzen wir im Auto. Juhu! Das Wetter sieht noch ganz gut aus. Wir hoffen, dass das so bleibt, weil eigentlich soll es heute Abend ein bisschen regnen. Also 50% Wahrscheinlichkeit, da ist immer so, oh je. Aber ja, wir sind guter Stimmung, wie sagt man das? Guter Dinge. Guter Dinge mit Claudia.
Wenn Sie lange kommen. Jetzt packen wir schnell die Sachen und dann geht's los. Das war das Getting Ready. Wir haben noch ein Stück. Was ist das eigentlich? Brot. Brot mit Käse, sehr lecker abgestaubt. Tomaten und Käse überbacken. Und jetzt geht's zum Bräutigam, denn der muss sich auch noch fertig machen. Wir sind jetzt gerade aus der Kirche gekommen und ich glaube, der Lukas ist bei der. Ja. Ne? Der Bräutigam ist bei der Feuerwehr und deswegen musste er ein kleines Haus löschen. Und jetzt fahren wir hier mit dem Einsatz zusammen zu der Fotolocation, wo wir Fotos von den vom Brautpaar und Videos natürlich machen. Jetzt haben wir auch das Couple-Shooting fertig und fahren jetzt zur Location. Wir hoffen, dass wir den Trauzeugen und den Eltern genug Zeit gelassen haben. Die wollten nämlich was vorbereiten für die beiden und wir sollten denen ein bisschen Zeit verschaffen. Ich hoffe, das haben wir jetzt gemacht. Eigentlich sind wir nämlich noch viel schneller mit den Couple-Sessions, weil wir natürlich das Brautpaar so wenig Zeit von den Gästen entfernt haben wollen, wie wir nur können. Genau, wir sind nämlich eigentlich immer super schnell. Aber vielleicht haben wir uns ja jetzt ein bisschen mehr Zeit gelassen diesmal. Der Tag ist jetzt schon fast rum. Wir sind beim Essen angekommen und ich mache Backups währenddessen. Wir machen uns jetzt wieder auf den Weg nach Köln nach einem wunderschönen Hochzeitswochenende. War aber eine gute Trauung und alles, oder? Mega war sehr, Feier. Sehr schön. Richtig viel Spaß gemacht. Total tolles Pärchen, tolle Familie und wir freuen uns jetzt schon. Also ich meine, reingeguckt haben wir ja schon, aber jetzt die Bilder ganz zu sehen und zu sichten und die Videos zu sichten und dann zu bearbeiten. Ganz liebe Grüße an Debbie und Lukas, falls ihr das seht. Liebe Grüße.